Hallo und herzlich willkommen zurück zum Kerbal Space Center. Heute wollen wir ein verrücktes 7 Teile Single Stage to Orbit Schiffchen bauen. Und dazu starten wir mal direkt in das VAB rein. So, machen wir auch diesen schönen Titel hier aus und starten wir gleich mal. So soll das Ganze am Ende aussehen. Okay, bauen wir es mal neu. Und zwar Command Pod. Relativ simpel, vor allem Monoprop weg. Wichtig, das ist unnötiges Gewicht, braucht man nicht. So, Fuel Tanks. Fangen wir mit dem T400 an und schmeißen wir die Hälfte des Oxidizers raus. So, dann einen T200 dazu fügen und voll bleiben im Oxidizer. Kommen wir zur Engine. Bei der Engine sind wir mit einer Rapier sehr gut dabei oder einer Scimitar. Geschmackssache, die Scimitar ist 5% schwerer, dafür aber 1,6% effizienter im Vakuum. Geschmackssache, geht beides. Ich nehme die Scimitar, sieht ein bisschen heftiger aus. Okay. Ein Fallschirmchen wird auch ziemlich nice. Die MK16 wird es tun. Okay. Und Intakes brauchen wir nämlich auch. Und zwar zwei Stücklein und wir nehmen die Standard Radial Intakes. So, zwei Stück. Klick. Da haben wir es. Dann drehen wir es auf die andere Seite. Da haben wir unser 7 Parts, fast 6 Tonnen Single Stage Orbit. Das Ding läuft unglaublich gut. Kurz das Staging in Ordnung bringen. So, und starten wir direkt mal ins All. Das ist ein super schnelles, super effektive Möglichkeit, ist eine super schnelle, super effektive Möglichkeit, einen Kerbal ins All zu bringen, zum Beispiel zu einer Space Station. So, und dann starten wir mal direkt. Ihr braucht jetzt nicht erwarten, dass das super schnell startet, weil diese Scimitar Engine erreicht ihr maximalen Schub bei 3,7-fachen Machgeschwindigkeit. Das können wir momentan nicht bieten. Deswegen werden wir langsam beschleunigen müssen. Ist aber jetzt kein großartiges Problem, weil das Schiff locker Mach 4 aushält. Also Mach 4, vierfaches Time Warp meine ich. So, wichtig ist aber auch rechtzeitig ein bisschen anzuwinkeln, um natürlich auch etwas seitlichen Schub zu kriegen. Dabei nicht übertreiben, das ganze Ding fliegt euch bei 1320 Meter pro Sekunde um die Ohren. 1350, wenn ihr Glück habt, je nachdem wie hoch das ist. Ihr solltet natürlich möglichst nah an diesen Wert kommen. Wie sieht's denn aus? Blau. Möglichst nah an diesen Wert ist natürlich möglichst effizient. Drüber ist natürlich möglichst tot. Also so oder so, man muss natürlich nicht allzu gierig werden. Immer ein Blick hier auf den Schub ist ganz gut, um zu sehen, wie viel da noch drin ist, wie viel da noch kommt. Wir sind bei 1000. Ups, das Automatic Switching muss man ganz dringend ausmachen. Sonst gibt's Probleme. Ich glaube, das habe ich mir jetzt schon ruiniert praktisch. Na gut, okay. Schauen wir mal, was da noch geht. Holen wir noch ein bisschen Schub raus und ja, switchen wir. So, okay. Schauen wir kurz auf die Map. Wie sieht's da aus? 100.000 Meter pro Sekunde, also 100.000 Meter Orbit sollte drin sein. Wenn alles gut geht, schauen wir mal. So, das reicht. Das heißt, Engine cutten. Wie viel Fuel haben wir noch? 40 Liter. Und hier haben wir kurz das Zeug hier rüberschieben. Oh, ah, wir haben zu viel Oxidizer schon verbrannt. Das ist nicht ideal gewesen. Na, schauen wir mal, wie weit wir damit kommen. Kurz Time Warp anmachen. Sind wir schon hoch genug? Ja, jetzt sind wir hoch genug. Okay. Beschleunigen. Bis wir an der Apoapsis sind. Das reicht. Ein bisschen ausrichten. So, okay. Sind wir schon da? 9 Sekunden. Ja, das taugt. So, Schub. Jetzt schauen wir mal. Die Scimitar ist, wie gesagt, nicht unbedingt die effizienteste Engine, allein dadurch, dass sie diese Zwei-Stufen-Engine ist. Aber vielleicht sollte es funktionieren. Nö. Wir hätten nicht switchen sollen. Okay, also zurück zum Launch. Das machen wir nochmal. Wie gesagt, man muss unbedingt dieses Automatic Switching ausmachen, weil... So, sonst geht's in die Hose. Und etwas mehr anwinkeln, das ist relativ wichtig, damit man wirklich praktisch den meisten Schub aus seinem Liter Saft, den man da dabei hat, an den Mann bringen kann. So, okay. Eigentlich könnten wir schon jetzt ein bisschen anwinkeln. Nicht übertreiben, 10 Grad vielleicht. So, okay. So, das sieht schon mal gut aus. Bisschen mehr anwinkeln. Bisschen mehr. So ist gut. Was haben wir hier drauf? 20 Grad ungefähr. Ja, das ist nicht genug. Wir brauchen mehr. Machen wir 45 Grad.
45 Grad sieht gut aus. Wir sind bei 1000 Meter pro Sekunde. Bisschen mehr, mehr an Winkeln. 1100 Meter pro Sekunde. Sieht sehr gut aus. 1150, aber 1300 wäre halt ideal gewesen. Ja, okay, sieht es schon zumindest besser aus. Aber wir kriegen immer noch ein bisschen Schub raus, bevor wir switchen müssen. Toggle Mode. Jetzt. So, winkeln wir es ein bisschen mehr an. Ja, Specific Impulse 310. Sieht ganz gut aus. Wie hoch sind wir? Oh, wir sind schon viel zu hoch. Wir sind schon viel zu hoch. Das reicht schon. So, können die Nase ein bisschen... Oh, das spielt keine Rolle. So. Time Warp an, bis wir ganz oben sind. Talü, talü. Oh. So, jetzt können wir ein bisschen mehr beschleunigen. Oh, nicht die Note verpassen. Okay, so. Und Feuer. Schauen wir mal, was sagt unsere Literangabe? Oh, entspannt. Guckt euch das an. Ist doch deutlich besser als vorher. Naja, warte mal. So viel deutlich besser ist das auch nicht. Hm. Komm schon. Blamier mich jetzt hier nicht. So, läuft doch. Ha, perfekt. Guckt euch das an. 70.000 Meter hier. 140.000 Meter hier. So, easy peasy. Wir haben nur 7 Liter zu viel. Ja. Wir hätten ein bisschen mehr anwinkeln sollen. Das ist so Erfahrungssache. Das muss man herausfinden. So, da haben wir 7 Liter zu viel drin gehabt. Wenn wir die noch verbraucht hätten, wären wir locker auf 110 gekommen und hätten sogar noch ein bisschen Saft zu manövrieren übrig gehabt. Aber so geht's auch. Und für solche Fälle kann man einfach ein EVA machen. So. Weil neuerdings gibt's ja beim EVA auch den Navball. Achso. So, pass hier es an. So, und dann kann man zum Beispiel so hier mal ausrichten. So, und Feuer! Na, und dann kriegen wir hier eine wunderschöne... Ups. Jetzt los. So. So. Und dann können wir jetzt theoretisch mit dem EVA Fuel, da haben wir EVA Propellant, schön zur Docking Station, zur Kerbal Space Station oder zu sonst einer Station fliegen. Komm, dreh dich mal um. So. Na? Der ist happy, der glaubt mir. Okay. Bis ich jetzt mal ganz schön schnell zurück zu meinem Spacecraft fliege, um nicht irgendwo in den Weiten des Alls irgendwo flöten zu gehen, wünsche ich euch noch viel Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, viel Spaß noch.